Hallo Leute, mein Name ist Marm, willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Heute haben wir ein besonderes Video am Start. An diesem Video erkennt man, dass sich das Jahr 2020 zum Ende neigt. Und zwar stelle ich euch heute meine Lieblings-2020 Pickups vor, die ich mir gekauft habe. An der Stelle muss ich natürlich Shoutouts an Patrick Spector ausgeben, denn ich habe die Idee bei ihm gesehen und dachte mir, ey, ich würde sowas auch gerne machen. Und ja, Shoutouts gehen auf jeden Fall raus. Ja, ich habe mir auf jeden Fall jetzt ein paar Sachen ausgesucht. Ich habe versucht, so von jeder Kategorie ein Lieblingspiece, was ich mir aus diesem Jahr gekauft habe, zu holen. Und ich würde mal sagen, wir starten straight gleich direkt damit. Bloß ich muss noch eine Sache anmerken, und zwar, das Auge ist ganz schön rot. Das liegt daran, dass ich ein paar gewisse Substanzen zu mir genommen habe. Nein, Spaß. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich war gerade duschen, wie man auch vielleicht an meinen Haaren noch erkennt, die sind noch etwas nass. Und hab da ein bisschen Seife ins linke Auge bekommen. Das ist sehr unangenehm. Genau, ich muss auf jeden Fall an der Stelle sagen, styletechnisch war das hier Jahr 2020 so mein... Ja, ich habe so, würde ich mal sagen, meinen richtigen Style gefunden. Oder besser gesagt, den Vibe, den ich früher gefahren bin mit den ganzen Gucci... Und, den fühle ich gar nicht mehr. Zum Teil verkaufe ich gerade momentan alle meine Gucci-Sachen, genauso wie auch Palm Angels und viele andere Marken, die ich einfach gar nicht mehr fühle. Ich habe in diesem Jahr wirklich gemerkt, ey, man sollte wirklich nicht so viel Geld in teuren Klamotten reinstecken. So, da gibt es auf jeden Fall so einige All-Time-Lieblings-Pieces, wie zum Beispiel dieser Balenciaga-Pullover. Den habt ihr auch unter anderem schon so oft bei mir gesehen, weil ich diesen Pulli einfach richtig extrem feiere. Genauso wie auch der andere Balenciaga-Pullover, den ich jetzt mir vor kurzem neu gekauft habe. Was, welche Silhouette sich aber auch etwas so bei mir reingesneakt hat, sind halt wiederum hin hier die Jordan 1er. Jordan 1er Air Force Ones, das sind so wahrscheinlich für die nächste Zeit meine Lieblingssilhouetten, und ihr werdet da wahrscheinlich noch 2021 noch sehr viele Colorways sehen. Insbesondere bei den Air Force Ones, Leute. Air Force One Schuhe sind für mich einfach die bequemsten und schönsten Schuhe, die existieren. Ich habe mir auch ja in diesem Jahr meinen Grail erfüllt, und zwar hier den. Da können wir auch direkt eigentlich mal anfangen bei den Schuhen. Und zwar hier den Cactus Jack Air Force One. Den Schuh habe ich von Hype Needs. Ich habe im letzten oder im vorletzten Video, glaube ich mal, eine falsche Summe genannt. Der kostet so um den Dreh im Resell 500 bis 600 Euro. Ja, es ist für mich einfach einer der schönsten Schuhe. Ich weiß, der ein oder andere da draußen feiert den eventuell nicht, aber ich finde den Aufbau vom Schuh einfach extrem interessant. Und zwar, hier wurden so viele verschiedene Materialien verwendet. Hier haben wir einen sehr, sehr harten Baumwollstoff. Hier haben wir von Flanelljacken, ich weiß nicht, wie man den Stoff jetzt nennen soll, den Stoff. Hinten haben wir so einen Fließstoff. Hier haben wir sehr viel Cord. Hier auch allgemein die Farben. Hier haben wir Camouflage und. Und ich finde den Schuh einfach geil. Also ich weiß nicht warum. Ich finde allgemein die Travis Scott Schuhe übertrieben cool. So versuche ich mir mal so ein Jahresziel jetzt fürs nächste Jahr zu setzen, mir den Travis Scott Jordan 1er zu kaufen. Den Schuh möchte ich unbedingt nochmal in meiner Sammlung haben. Also den Schuh fühle ich des Grauens. Also den finde ich echt cool. Mal gucken, wie die Preise sind. Wenn die Preise human irgendwie werden oder wenn ich einen humanen Preis kriege, würde ich mir den Schuh auf jeden Fall kaufen. Das nächste krasse Piece, was ich mir in diesem Jahr auch ermöglicht habe, ist meine Kette. Die Kette, es wird das Mikrofon etwas rauschen. Und zwar meine Iced Out Chain, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich hatte die bei einem Juwelier extra für mich anfertigen lassen. Man muss ja auch sagen, es ist so eine Mini Iced Out Chain. Also es ist, finde ich, perfekt. Es sollte nicht zu extrem sein. Und das ist so die perfekte Mischung daraus. So ein kleiner M-Anhänger mit Eis drauf. Das war auf jeden Fall auch ein cooles Grail, sag ich mal, was ich mir da geholt habe. Und darüber freue ich mich auf jeden Fall auch. Das wäre so mein zweites Lieblingspiece in diesem Jahr. Dann haben wir eine Hose, die ich vor kurzem zugeschickt bekommen habe. So, dann haben wir jetzt hier drei Hosen. Und zwar alle drei sind von der gleichen Brand, und zwar Root Tattoo. Wir haben hier drei Cargo Pants. Und zwar hier einmal in Braun, Schwarz und Camouflage. Und ich muss euch straight sagen, Root Tattoo hat es wirklich geschafft, Hosen zu machen, die mir extrem gefallen. Das sind so momentan meine Alltagshosen. Also ich ziehe die wirklich gerne im Alltag an.
Und finde die Qualität einfach perfekt. Die habe ich alle zugeschickt bekommen und ich finde die einfach extrem geil, Leute. Die Hosen haben einen geilen Schnitt und ich ziehe die momentan wirklich sehr gerne an. Deswegen kann man bei den Hosen auch schon sagen, ja, es sind meine Lieblingshosen für dieses Jahr. Also es ist ein Lieblingspickup. So, kommen wir zum nächsten Piece und zwar haben wir ja vor kurzem uns auch eine Tasche gekauft. Und zwar hier diese Prada-Tasche, Leute. Diese Prada-Tasche ist einfach perfekt. Also muss man an der Stelle wirklich sagen, ich trage die im Alltag momentan sehr oft und hier passt wirklich alles von mir rein. Ich habe es jetzt auch richtig so mal ausgetestet, hier mit Kamera und alles Mögliche. Und mit der kann man auf jeden Fall sehr viel machen. Ich freue mich auf die nächste Zeit damit und es ist jetzt schon mein Lieblings-Pickup für 2020 tatsächlich. Bevor ich die Tasche genutzt habe, habe ich immer die Tasche hier genutzt. Die ist von Weekday, kostet 40 Euro und die ist von Prada und kostet 1300 Euro. Und die Taschen haben eine identische Größe. Hier habe ich immer mein Kamera-Equipment reingepackt, wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfahre, wo ich ein Video drehen möchte. Und das alles passt einfach jetzt hier rein. Und ich finde, das sieht dann auch irgendwo dann viel besser aus natürlich auch, weil man hier auch einen gewissen Grip vorhanden hat. Nein, Spaß. Aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Ich finde, in der Tasche, mit der Tasche so rumzulaufen, ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen anders. Und die Qualität von der Tasche ist auch natürlich geisteskrank, also muss man an der Stelle sagen. Okay, bevor ich jetzt zum Top 1 komme, habe ich gerade festgestellt, dass ich noch einen Top 2 habe. Also es muss sich da noch etwas neben der Prada-Tasche einen Platz verschaffen. Und zwar sind es hier diese geilen Acne Studios Shirts, die ich mir jetzt auch in diesem Jahr zugelegt habe. Also wir haben hier einmal die Farbe, die türkise Farbe. Ich liebe es einfach, diese T-Shirts im Sommer zu tragen. Es ist, finde ich, so ein perfektes Shirt für den Sommer. Wenn es mal ein bisschen kühler wird, so vielleicht so 18 Grad, ist dieses T-Shirt auch einfach perfekt. Also du kannst es immer noch tragen und es ist dir nicht so unbedingt extrem kalt, wie bei anderen T-Shirts, die etwas dünner sind. Natürlich, wenn man jetzt auf die 15 Grad zugeht, wird es natürlich auch hier allgemein etwas kühler, aber ich finde, das T-Shirt ist einfach geil. Die Farbe ist cool, die Qualität ist einfach gut. Ich liebe diese Acne Studio Shirts. Ich habe das gleiche auch in schwarz. Das habe ich mir jedoch 2019 gekauft und ich bin einfach extrem zufrieden mit den Shirts. Also ich werde mir auf jeden Fall von denen noch einige zulegen in Zukunft und ja, ich finde die einfach extrem geil, Leute, muss man echt sagen. Genau, jetzt kommen wir zum letzten Piece. Jetzt könnt ihr mal gerne raten, was könnte das letzte Piece sein? Ich werde euch da jetzt auf jeden Fall nicht länger auf die Folter spannen. Und zwar ist es wieder ein T-Shirt und zwar dieses Gucci T-Shirt. Nein, Spaß, Leute, es ist nicht dieses Gucci T-Shirt, das hatte ich mir aber auch Anfang des Jahres gekauft, aber es gehört tatsächlich mit zu den Sachen, die ich gerade am Verkaufen bin. Ich trage das Shirt irgendwie gar nicht mehr, weil ich das auch nicht mehr so ganz fühle. Aber die Qualität vom Shirt war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Natürlich haben die meisten Leute es richtig geraten. Es ist hier die Balenciaga-Jacke, die ich mir auch vor kurzem gekauft habe. Die Jacke hat einfach einen unfassbaren Retail von 1890 Euro und ist einfach geistesgestört. Ich muss auch sagen, es ist so eine umstrittene Jacke. Also der eine sagt, ey, die Jacke sieht geisteskrank aus und der andere kann sie nicht so ganz mit dem Fit anfreunden, weil die Jacke ist hier vorne cropped und hinten etwas länger. Das Gute, finde ich, bei mir ist halt, zwar bin ich hier etwas dicker, aber ich finde trotzdem, dass es bei mir noch sehr gut aussieht. Die Jacke hält einen unfassbar krass warm. Also teilweise fängt man schon an mit einem T-Shirt unter der Jacke zu schwitzen, weil es so extrem warm wird mit der Jacke. Die Jacke ist extrem puffy, hat eine geisteskranke Qualität und ich habe die einfach für einen geisteskranken Preis gekauft, den ich natürlich euch nicht sagen werde. Ihr könnt es ja mal gerne mal in die Kommentare spekulieren. Das Geile, was ich halt an dieser Jacke finde, ist halt dieses kleine Balenciaga-Patch, was hier sehr minimalistisch gehalten wurde. Es ist keine Jacke, wo man auf Anhieb erkennt, dass es eine teure Jacke ist, sondern eher die Kenner wissen es, sage ich mal. Viele können sich nicht mit der Jacke anfreunden, weil sie diesen Schnitt nicht gewohnt sind zu sehen. Ich dachte mir da jedoch von Anfang an, wo ich mir die Jacke gekauft habe, ey, ich möchte keine 0815 Winterjacke haben, wie jeder andere gefühlt. Jeder trägt diese Canada Goose Jacken, Woolrich Jacken und ich kann diese Jacken nicht mehr sehen. Klar sind es auf jeden Fall klasse Winterjacken, aber ich wollte etwas haben, was etwas extravagant ist und ich glaube, das hier ist die perfekte Lösung. Ich persönlich feiere Puffer Jackets extrem und es gibt
nirgends so eine geile Pufferjacket. Leute, das waren meine Lieblingspieces aus dem Jahr 2020. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Lieblingspiece 2020 war. Ich werde mir das auf jeden Fall durchlesen. Das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Familie. Ich würde mich an der Stelle verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Abonniert meinen Kanal, damit ihr die nächsten Videos in den nächsten Tagen nicht verpasst, Leute. Und mich würde es auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr mich auf Instagram abcheckt. Und ja, Leute, das war's von mir, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.